Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Es ist mal wieder Abend. Das geht immer schnell hier im Spiel, zumindest kommt es mir immer so schnell vor. Ich habe jetzt mal vorbereitet, und zwar, dass wir da hinten im Labor, wir gehen innen durch, und dass wir da hinten im Labor jetzt endlich mal zwei Nahrungszüchter aufbauen, weil wir brauchen ja für, wofür war es? Fürs Biokunststoff brauchen wir Pilze zum Beispiel. Die werden wir jetzt demnächst auch ein bisschen häufiger herstellen müssen, wenn natürlich die ganze Automatisierung abgeschlossen ist, also wenn das dann alles sich selber produzieren kann, dann kommt das Zeug natürlich wieder weg. Und wenn wir die Bauernhöfe haben, aber jetzt halt würde ich sagen, machen wir erst einmal hier Nahrungszüchter noch mit her. So, ich möchte bitte einen Schrank da haben. Genau hier in der Mitte, wo eh die Säule ist. Und ich möchte die zwei Nahrungszüchter hier direkt daneben stellen. Einfach so nah ran wie möglich. Na komm, einmal und zweimal, weil den Saft sollten wir noch haben. Oh Mann, das ist immer ein Gefummel. Ja komm, passt schon. So, einmal Pilz, zweimal Pilz. Dann hätten wir schon mal zwei Stück da passt noch ein dritter hin und rechts davon passen auch welche hin. Da können wir dann nämlich außer den Pilzen zum Beispiel dann noch die Auberginen hier mit einpflanzen. Weil den Düngerstufe 2, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das dauert noch ein wenig. Und Algen müssen wir natürlich dann auch sammeln. Also das geht schon wieder alles so Hand in Hand. Ne? Bakterien, ja. eins nach dem anderen. So, jetzt lassen wir erst einmal die Pilze hier wachsen. Das ist jetzt halt mal so das Erste. Dann habe ich zwar noch Schränke, also Material für zwei Schränke mitgenommen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hier drei Stück hinbekommen insgesamt in diese Nische. Das dachte ich mir. Da muss ich wahrscheinlich eins rüber. Nee, das haut nicht hin. Ist in Ordnung. Dann Moment, zieh mal den vor. Genau dahin. Dann machst du den hier weg. Machst ihn dahin. Und dann passt hier noch ein dritter daneben, dann stehen die hier so ein bisschen in der Nische und da kann man wieder eine Pflanze hinstellen. Genau, so. Dann werden wir uns mal... Ich weiß nicht, wie hoch das Wasser noch geht. Ich glaube, allzu weit hoch geht es gar nicht mehr. Muss ich echt einmal gucken, weil wir haben ja jetzt den Algensammler da unten oder den Algen... halt, Wasser... den Algenproduzenten da unten. Sollten wir jetzt auch langsam die ersten Algen auch sammeln können. Das ist schön. Dauert natürlich noch ein wenig, ne, bis wir da noch mehr sammeln. Aber dann geht schon wieder los, ne, mit der Sammlerei von den Algen. Ne, weil wo tue ich jetzt die hin? Ja, mal schauen, da wird mir was einfallen. Die tue ich jetzt erst einmal hier ganz hinten rein. Oh, da ist auch noch Material. Dann nenne ich den Schrank jetzt mal Algen, ganz klar. Nicht All. Algen. So. Dann müssten wir die Extraktoren eigentlich auch schon wieder mal leer machen können. Hoffe ich zumindest. Silizium, passt noch was rein. Kobalt. Passt noch was rein, ist dann auch schon voll. Einmal V, Dankeschön. Aber warte mal, du willst ja Superlegierungen auch noch herstellen, ne? Dann lass mal die drei einstecken, dann schauen wir mal, ob wir so viel, Entschuldigung, Kobalt haben. Magnesium meine ich, dann haben wir 3. Dann brauchen wir 1, 2, 3 Titan, wir bräuchten... 3x Eisen, wir brauchen 3x Silizium und Alu. Genau, da war ich nämlich ganz kurz mal dort und habe die Extraktoren leer gemacht. So, dann können wir uns 3x Superlegierung herstellen. Wunderbar.
Schwarz, also das würde mich halt jetzt reizen, nicht zuallererst. Wir haben den Rucksack haben wir ja gemacht. Die Stufe 5, die haben wir jetzt. So, und das, was wir jetzt bräuchten, wäre dann im Grunde das Jetpack. Osmium haben wir. Genau, also Osmium haben wir. Und jetzt fehlt dann eigentlich nur das Schwarzpulver. So, und Schwarzpulver haben wir gesagt, brauchen wir. Ich habe es schon wieder vergessen, ne? Das ist auf jeden Fall schwierig. Ich muss hinter. Ich muss hinter. Leider hat man die Rezepte halt nicht irgendwo stehen, ne? Das ist. Die musste die dann selber irgendwo anbringen. Schwarzpulver, Entschuldigung, Iridium. Zwei Schwefel und ein Iridium. Schauen wir mal, ob wir vier Schwefel haben. Schwefel. 1, 2, 3, 4. Iridium haben wir auf jeden Fall. Dann können wir uns die zweimal Schwefel machen. Ist halt jetzt ein bisschen hin und her, das ist auch klar. Aber gut. So wie es halt ist, ne? So, zweimal Schwefel. Und dann brauchen wir noch nichts mehr, oder? Ach ja, das Osmium. Das Osmium. Na komm, geh rein. Jawohl. Und damit haben wir den Jetpack Stufe 3 ausgerüstet. Das ist doch super. Wir haben Sauerstoffstufe 4. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile eine 5er gibt. Oder gab es schon immer eine 5er? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, hier tut sich auch so einiges mit der Biomasse 25 Kilo. Dann kommt der Eigengenerator Stufe 2 bei 25 Kilo. Pflanzenrakete, Blumenverteiler. Genau, Blumenverteiler wollte ich auch einmal anfangen, das mal machen. Im Grunde ist ja, ne, ihr wisst ja, alles wichtig. Hier, der hier. Da bräuchten wir jetzt allerdings noch Dünger. Und für den Dünger brauchen wir die Pilze und Schwefel. Liebsten hätte ich das mir doch da vorne hingebaut, aber ich möchte es schön separiert haben. Ach ja, stimmt, da brauche ich ja die Algen, ne? Algen und zwei Auberginen und ein Schwefel. Tu, 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 tu. Es fehlt noch ganz viel Material. Das Grundmaterial, das kriegen wir ja ruckzuck zusammen, ne? Ohne Probleme. Aber alles andere. Ich komme, glaube ich, nicht drum rum, dass ich einfach mal ein wenig sammle. Titan. Kobalt habe ich keinen einstecken. Magnesium ist schon fast voll. Doch, Kobalt habe ich doch einstecken. Hier die drei. Was wollte ich damit nochmal bauen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist alles wichtig, ne? Silizium und tun wir die Superlegierung auch noch mal raus. Superleg. So. Ihr seid noch nicht fertig, aber ihr seid fertig. So. Das eine Wasser kann ich da noch gleich trinken. Weg damit. So. Was machen wir denn? Machen wir Wärme? Wärme kommt halt dann der Bohrer dazu, wenn wir das ausbauen. Luftdruck, da müssten wir halt Bohrer bauen, dass wir den Gasextraktor bekommen. Aber der Gasextraktor ist jetzt halt auch erst einmal noch irrelevant. Wobei ich halt gerne
ne, den AZ-Extraktor Stufe 2 haben möchte, auch wenn das jetzt ja noch Ewigkeiten hindauert. Aber ich denke, wir sollten tatsächlich auf den Luftdruck gehen. Das wäre, denke ich, mit am sinnvollsten. Da habe ich ja nur Sauerstoff. Luftdruck haben wir bei der Heizung ja auch ein bisschen. Und Wärme müssen wir ja auch aufbauen, ne? Können wir uns nochmal Heizungen machen? Da bräuchten wir Silizium, Titan, Aluminium und Iridiumstab. Iridium haben wir. Da könnten wir 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9 könnten wir uns auf jeden Fall welche machen. Den Stab auch gleich mit rausnehmen. 3, 6, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Könnten wir mal 3 Stäbe hätten wir dann. Dann bräuchten wir. Schauen wir mal, jetzt müssen wir auch alles da haben. 3 Alu. 3 Titan. Und 3 Silizium. Und dann können wir 3 Heizkörper bauen. Kommt das schon wieder? Naja. Okay, machen wir mal währenddessen hier die Heizkörper noch rein. Da haben wir die Leiter, da haben wir gesagt, da halte ich den Weg frei. Und mit der Energie, das sollte eigentlich auch hinhauen, ohne Probleme. Einmal. Dann gehen wir hier rein. Zweimal und dreimal. Na toll. Was kommt denn da runter? Das sind wieder die ganz normalen Mineralien, ne? Sowas wie Eisen und sowas. Kobalt, Titan, Eisen sehe ich auch, ja. Ja, es ist schon gut, wenn das Zeug kommt, aber das ist jetzt nicht unbedingt ist nicht unbedingt meine Prio. Jetzt das Zeug hier einzusammeln. Aber ich nehme natürlich gerne das Eisen hier in Empfang. Alu nehmen wir natürlich auch gerne. Schauen wir mal aufs Dach, ob da irgendwas liegt. Nee. Titan. Da ist wahrscheinlich irgendwas ins Wasser auch geknallt. Nee, es passt schon. Es passt schon, aber mit dem einen Eisen könnte ich jetzt vielleicht endlich das Ding hier zumachen, das eine Loch hier. Nee, es geht nicht, weil da gerade irgendwas liegt wahrscheinlich, ja. Ist okay. Oh. Gar nicht gesehen. So, damit haben wir nochmal 3 Heizkörper. Wie schaut es denn strommäßig aus? 80 nur noch. Also das heißt, ich muss jetzt halt auch wieder gucken, dass ich wieder Heizung baue. Wir haben Uran auf jeden Fall noch für einen Stab, ne? 2, 4, 6, 8, 9... Könnten vielleicht sogar noch mal einen machen. 3, 6, 7, 8, 9. Ja, machen wir mal die 2 Stäbe. Dann machen wir einfach mal noch 2 Stromgeneratoren. Müssen wir, da kommen wir echt nicht drum rum, ne? So. Ich muss nur erst einmal wieder verräumen, dass ich sortiert bin. So, wir brauchen 3x Superlegierung. Das heißt, wir brauchen. Ha, da geht schon los, ne? Wir brauchen 3x Alu. Das heißt, ich schmeiß das Uran nochmal hier rein. Wir schnappen uns da hinten noch an Wasser. Dann gehen wir einmal zum Alu vor. Ist dann Alu vielleicht noch mit? Nein.
Gehen wir mal zum Alu vor, in der Hoffnung, dass da einiges drin ist. Kobalt, brauchen wir nicht. Mit. Ich möchte nämlich auch hier langsam mal die Brücke rüber bauen. Pflanzen. Ich will halt echt alles bauen, gerade im Moment. Ne? Geh mal da rein. So, nochmal ganz kurz alles raus. Titan, 1, 2, 3, Silizium brauchen wir auch nur 3, 3, 3, Magnesium brauchen wir auch nur 3, ist egal. Kobalt ist auch voll, dann lassen wir es einstecken. 1, 2, 3. Ja, habe ich jetzt alles? Ja, gut. Gut, gut. Jetzt 3 Superlegierungen, 1 Stab und dann brauchen wir noch ein Wasser. Da hat man ja noch Wasser drin. Hier damit. So, aber jetzt warte mal noch. Du hast jetzt halt hier, da bräuchtest du 3 Stäbe. Wenn ich jetzt halt einen Strom wegmache, dann habe ich 3 Superlegierungen und einen Stab zurück. Dann bräuchte ich quasi noch, na ja, gut, dann brauche ich wieder das Schwarzputz. Nee, passt schon. Lass einfach, wir machen einfach das jetzt so. Genau, und dann machen wir jetzt halt nochmal 3 Superlegierungen. Eins, zwei, drei. Magnesium brauchen wir noch 2. Eins, zwei, drei. Da brauchen wir noch einen. Titan. Und Eisen. Okay, gut. Also haben wir 3 Superlegierungen, den Uranstab und dann können wir noch mal eine bauen. Genau, und die 2 Wasser haben wir ja über. So, dann du daher. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Strom. Yep. So, dann das nächste. Wir bräuchten ja eigentlich auch wieder Bohrer, ne? Haben wir ja gesagt. Wir könnten anhand von dem hier 2 Stück bauen. Wir bräuchten noch 4 Titan und 4 Eisen. 4 Titan, 4 Eisen. Dann können wir sogar noch mal 2 Bohrer bauen. Wir haben noch 253 jetzt. Gut, dann geht es. Jetzt haben wir es einfach ein. Da kann man dann wieder das Eisen dann hinmachen. So, gehen wir mal ein Stück weiter hier vor. Hier wird dann auch alles ringsrum mit Bäumen vollgebuddert hier. Dass das alles so ein bisschen versteckt ist. Ich lasse nämlich, wie gesagt, die Bohrer auch stehen. Weil damit haben wir diesen einen Bauplan, der etwas effektiver beim so, weil wir haben ja eine Zelle haben wir ja, ne? Diesen für den Optimierer. Jetzt
weiß ich nur nicht mehr, was das war. Die schauen wir uns noch mal ganz kurz an, weil vielleicht können wir den Optimierer dann sogar schon herstellen. Weil da wahrscheinlich einiges fehlt, ne? Ja gut, da brauchen wir auch Schwarzpulver. Aber was war denn das nochmal hier, der Optimierer? Die Leistung, Sauerstoffmultiplikator. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Allerdings müssten wir uns dann was bauen, womit wir Sauerstoff generieren. Also irgendwie so diese Pflanzröhren hier zum Beispiel. Wie ist es denn bei den anderen Pflanzdingern? Wann kommen denn die? Hier kommt ja dann der Gasextraktor, den brauchen wir nicht. Aber der Blumenverteiler wäre, glaube ich, was, ne? Wenn wir den Blumenverteiler bauen können und dann dazwischen eben diesen Maschinenoptimierer. Der braucht allerdings 65 Energie, was jetzt kein Problem ist. Und der bräuchte 37. So, jetzt wenn ich zwei Stück hinstelle. Wir sollten uns darum mal kümmern. Das heißt aber auch, dass ich da hinten nochmal Nahrungszüchter brauche, ne? So, Alu haben wir wieder keins. Essen geht auch langsam alle. Ihr seid noch nicht so weit. Heb mal die Auberginen auf. Eine darfst du essen. So, dann müssten wir jetzt wieder zum Alu. Wir müssten einmal zum Schwefel rüber. Silizium habe ich. Genau, wir müssen einfach das jetzt mal abfliegen. Halt, warte mal, was hast du noch? Kobalt. Kobalt. Du hast Magnesium. Du hast Titan und Eisen. Bis Eisen voll ist, das wird noch Ewigkeiten dauern. Dann gehen wir jetzt erst einmal nochmal zum Alu und dann gehen wir zum Schwefel. Bitte lass Alu drin sein. Zwei Stück. Auch zwei Stück. Ja, deswegen habe ich eigentlich drei Stück von diesen Extrahierenden aufgebaut in der zweiten Staffel. Weil das Alu einfach so ewig hat auf sich warten lassen. So, dann zuerst das da verräumen. Eisen. Titan. Wir werden ein paar Mal zu den Schränken gehen. Also da keine Sorge. Da werden wir ein paar Mal sein. Magnesium. Alu. Obwohl das Alu, habe ich da nicht auch schon Alu drin? Da habe ich auch schon Alu drin, stimmt. Silizium, der ist voll, da rein. Und Magnesium. So, und dann gehen wir mal zum Schwefel. Und dann holen wir noch das Iridium, was drin ist. Ja, ich freue mich schon auf die Teleporter. Einfach nur noch rein, hin teleportieren, die Sachen rausholen und wenn noch was fehlt, dann einfach nochmal hin teleportieren. Alu kannst mitnehmen. Auf jeden Fall. Vor allem der Extrahierer, der macht eh nicht ganz voll. Bisschen was, aber hauptsächlich dann auch Eisen, ne? Kann ich wieder mit meinem Gestell weiterschrauben. Dann holen wir uns mal noch das Zeug, was da drin ist, raus. Gerade mal
2 Iridium, ne? Aber gefällt mir schon mal hier so diese Bohrer-Gegend hier. Wenn wir dann hier noch die Baumpflanze dann dazwischen machen, dann sieht man die Bohrer so gut wie gar nicht mehr. Also mach mal das eine Ding hier rein. Jetzt. Gut. So. Wunderbar. So, den Schwefel kannst du eigentlich gleich einstecken lassen, weil den werden wir hinten brauchen, wenn wir den Dünger herstellen. Iridium, nee, ich lasse es erstmal da. Ich bin eben für Räume. Magnesium. Silizium. Und das Alu. So, Alu-Eisen. Entschuldigung. Alu-Eisen. Zweimal Aubergine. Halt, da müssen wir. Zweites Alu. Dann können wir 2 davon bauen. Jawohl, hier damit. Aber das passt schon fast genau, ne? Also ich meine, ein Eisen würde wahrscheinlich hier noch unten drunter passen. Wenn ich mit einer Treppe nach unten will, dann muss ich auf jeden Fall noch ein Eisen hinzufügen. So. Dann machen wir zum einen mal schnell die Pilze raus. So, dann bauen wir mal hier nochmal 2 Nahrungszüchter her. Was geht hier so nah ineinander? Warum ging das da nicht? Na, ist egal. Nee, komm, dann stell den auch ein Stück weiter weg. Weil wir kriegen hier wahrscheinlich eh nur 3 Stück hin. Dann taucht das schon. So, dann haben wir hier noch die 2. Und wir brauchen für den Dünger 2 Auberginen. Dafür brauchen wir die Pilze. Und dafür brauchen wir Auberginen und Algen. Und natürlich auch den Schwefel. Deswegen tue ich den Schwefel jetzt mal hier rein. Ich tue auch mal das eine Wasser hier rein. Das heißt, wir gucken mal, ob die Algen schon so weit sind. Oh, schön. Drei Stück. Das sind halt gerade mal 3, ne? Mehr wachsen da nicht. So, Algen, dann nehmen wir noch Auberginen mit. Dann nehmen wir jetzt halt gleich einmal, keine Ahnung, 2, 4, 6 Stück. Ja, nehmen wir mal 6 Stück mit. Ja, das eine Wasser kannst du dann trinken, was du da einstecken hast. Dann können wir zumindest einen Dünger schon mal herstellen. Yay! Du hast den Schwefel vergessen, ne? So, dann haben wir unseren ersten Dünger. So, ihr kommt da rein. Und dann können wir nämlich noch eine Superlegierung und 2 Wasser. Ach, wunderbar. Ich nehme das Wasser gleich wieder mit. Ich denke, dass ich da auch nochmal so einen Wasserfänger da hinten hin mache. So. Okay, das haben wir. Silizium. Kobalt. Ja, trink halt dann. Ne, Kobalt hast du. Titan. Eisen.
bis das endlich mal alles eingespielt ist dann. Das dauert, ne? Nee, es fehlt nichts mehr. So, Superlegierung. Und zwei Wasser, ein Magnesium. Nimm dir die zwei Wasser hier raus und das Magnesium dann auch gleich. Und natürlich Blumen. Da haben wir 400%. Ich glaube, das ist auch das Höchste, was wir aktuell haben. Mit 400%. Aber warte mal ganz kurz. Der hier macht 128 Sauerstoff die Sekunde. Dann sollten wir den raustun, den reintun, weil die 600% sind ja dann wesentlich effektiver, weil wir haben ja hier nur 3,84 Sauerstoff. Und da haben wir eben 128 Sauerstoff, also es ist schon wesentlich besser. So. Wo auch immer das Ding steht, ist total Rille. Wir stellen es jetzt mal einfach hier dazwischen, weil es egal ist. So, der Blumenverteiler. Weil es ist egal, ob da jetzt Blumen wachsen dahinter, wo der Stein ist oder nicht. Hier geht es nur darum, dass wir den Sauerstoff herstellen. Und es sind immerhin 772 Sauerstoff und 7,36 Pflanzen. Ja, das ist doch gut. Seid ihr schon wieder voll? Wahnsinn, ey. Hier kann man wirklich nur ausleeren. Die ganze Zeit. Aber was ja gut ist, weil wir brauchen ja echt Material. Ne, der ist voll. Steht doch dran. Steht doch dran. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Magnesium. Da bringe ich bloß kein V mehr hin. Und Silizium. Wunderbar. Gut, dann haben wir den ersten Blumenzüchter da. Dann geht's doch, ups, dann geht's doch jetzt halt auch schon mal wieder ein bisschen schneller, oder nicht? Beim Sauerstoff. So, der Maschinenoptimierer, den werden wir jetzt halt einfach nicht bauen können. Das ist jetzt einfach. Nee, das muss noch, kann noch nicht sein. Also der ist zwar ganz gut dann, um die Sauerstoffproduktion anzukurbeln, aber da ist dann auch die Frage, der kann, glaube ich, nur 9 Geräte versorgen. Oder? Benachbarte Maschinen zu steigern, 500%. Aber ich glaube, das geht nur für 8 Maschinen oder 9 Maschinen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Das heißt, ich müsste von den Blumenverteilern noch welche bauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann eben diesen Maschinenoptimierer noch dazwischen. Oder wir stellen den Maschinenoptimierer auf zuerst und machen dann eins nach dem anderen mit den Blumenverteilern. Dann hauen wir nämlich den Sauerstoff so richtig nach oben. Und das andere ist ja dann auch nochmal die Rakete, der Multiplikator. Wie gesagt, gebaut werden muss alles, ne? Luftdruck, Wärme. Der Luftdruck wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Bam, bam. Wie viele Raketen haben wir eigentlich noch? Vielleicht können wir ja dann nochmal, weil wir haben 3 Stück noch. Wir könnten vielleicht sogar nochmal eine Rakete beim nächsten Mal starten. Oder gleich. Oder gleich, dass wir eine zusammen machen. Eine Rakete. Allerdings. Ich kann mir wieder nicht merken, welcher jetzt das Uran macht. Ob es der ist mit dem Kobalt oder der mit dem Silizium. Uran, ja, der mit dem Kobalt. Okay. Machen wir beide. Superlegierungen brauchen wir 2 Stück bei beiden. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt zuerst einmal den, wo wir dann das Uran auch rausbekommen.
Und die Wärme ist ja eigentlich nicht so schlecht, ne? So. Dann halt erstmal da rein. Dann holen wir uns erst einmal das Alu. So, wir brauchen zwei Superlegierungen. Das heißt, wir brauchen zweimal Alu. Da wir sehr viel Alu jetzt gerade da haben, würde ich sagen, machen wir gleich mehr Superlegierungen. Machen wir gleich vier Stück. Machen wir gleich vier Stück. 1, 2, 3, 4. Ich muss unbedingt mal in die Schlucht nochmal, dass ich da auch einmal eine Superlegierung hole noch. 1, 2, 3, 4. Dann fehlt noch das Silizium. 3, 4. Und dann müssten wir es doch eigentlich haben. Jawohl, damit haben wir viermal das. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal für die eine. Dann nehmen wir uns noch den. Halt, nehmen wir mal den Kobalt da hinten raus. 1, 2, 3, Kobalt. Dann gönnen wir uns mal noch Snack. Vielleicht den Kürbis noch hier. Genau, dann können wir die nämlich noch aufheben. Wasser. Und dann lassen wir jetzt mal eine Uranrakete steigen. So, wunderbar. Ab geht's. Jawohl, Bohrerstufe 4 haben wir jetzt erhalten. So, jetzt müssen wir halt nur warten, bis das Zeug runterkommt. Es geht ja immer relativ schnell, ne? Du startest kaum die Rakete und schon kommt das Zeug runter hier. Das ist schön an der Stelle. Ich hoffe nur nicht da oben drauf. Bitte nicht genau mir vor die Füße knallen. Es bleibt ja auch zum Glück eine Zeit lang liegen, ne? Jawohl. Ich muss bloß ein wenig beobachten, wo das hinfliegt alles. Okay, du fliegst auch dahinter. Du fliegst mir direkt vor die Füße, so wie es ausschaut. Ne, auch dahinter. Die fallen auch teilweise ins Wasser, ne? Auch hinter mich. Und du kommst da vorne noch mit runter. Okay. Kommt noch einer? Nein. Okay, dann lasst uns mal schauen. Eigentlich müssten wir warten, bis das, bis die Sachen jetzt mal, bis die Steine verschwinden, ne? Hallo, warum kann ich euch nicht nehmen? Hallo? So, dann einer hier. Da vorne sehe ich einen. Zwei Stück? Nee, drei. Vier, fünf. Ja, das ist wahrscheinlich auch was ins Wasser. Müssen wir mal gucken. Drei, vier. Ich weiß nicht, wie viele Uranbrocken das immer sind. Ob das immer fünf Brocken sind oder mehr oder weniger. Da waren es jetzt auch fünf. Unter Wasser liegt auch nichts weiter. Das ist die Kapsel. Oh, das ist cool. Ich komme sogar da hoch. So, dann ist hier noch einer runter. Das heißt, es wird mit Sicherheit im Wasser sein. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Haut deinen Kopf nicht an.
So, und hier habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, hier habe ich glaube ich nur 4 gesammelt. Wenn das wirklich immer 5 sein soll, naja gut, wir müssen warten bis, boah, das war aber jetzt auch knapp mit dem Sauerstoff. Habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Ja, wir können auf jeden Fall 2 Stäbe machen. Weil dann können wir nämlich gleich wieder mit Strom loslegen. Dann würde ich sagen, basteln wir diesmal dann den großen. Da könnten wir vielleicht einen von den kleinen nochmal wegbauen und vielleicht einen großen. Warte mal. 6, 8, 10. Hey. Dann können wir doch noch einen dritten Stab machen sogar. Können wir noch einen dritten Stab machen? Hallo, haben wir drüben. Dann brauchen wir nur den Schwefel noch herzustellen. So, ein Stab. 2 Stäbe haben wir noch drin. Dann müssten wir bloß noch das Schwarzpulver herstellen. Ein Iridium, 2 Schwefel. Das Schwefel haben wir, glaube ich, alles drüben, oder? Ich weiß es nicht. Hier nehmen wir mal die 2 Schwefel daraus. Dann Uran. Mal abwarten, ob wir da noch irgendwo was grün leuchtend sehen. Da hinten jedenfalls nicht. Wasser sehe ich jetzt auch nichts mehr. Na gut. So, einmal Schwarzpulver. Und dann können wir tatsächlich... Ja, du hast genau 3 Wasser einstecken. Ne? Dann können wir nochmal einen großen hinstellen. Oh ja, das ist gut. Strom ist ja ständig meine Sorge. Ne? Ein Gerät zu viel hingestellt, das wird ausgeschalten. Bleib schweben. Nimm gleich mehr mit, würde ich sagen. Und schau nochmal wegen Wasser. Du hast nur die 3 einstecken. Danke. Könnte es jetzt mal wieder hell werden, bitte? So ein bisschen Sonnigkeit wäre nicht schlecht. So. Einmal, zweimal, dann machen wir gleich dann die nächsten noch hin. So. Und dann können wir jetzt halt hier noch einen großen herstellen. Nochmal einen großen abstellen hier. Passt. Ja, das passt sogar besser wie beim anderen. Wunderbar. Wie viel Eisen hast du? Noch 4 Stück. 1, 2. Da würde sogar der nächste schon drauf passen, aber es ist okay. Yes. Damit haben wir schon wieder Saft. Saft im Vorrat. Yes. So. Jetzt langsam wird es mal Zeit, dass ich die ganzen Sachen hier rausbaue. Also die ganzen Schränke hier auch mal auflöse. Dass wir hier nur noch Zentrale haben und alles Lagermäßige dann hier. Jawohl. Eigenregenerator Stufe 2. Dann werde ich mich jetzt halt mal darum kümmern, dass ich die Sachen aus den Extraktoren rausbringe. Wir haben sogar den nächsten Schrank. Wow. Dass ich die ganzen Sachen aus den Extraktoren wieder rausbringe. Und dass wir dann das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr bauen können. Weil aktuell bin ich halt echt am Überlegen. Machst du dies, machst du jenes? Bin ich mal halt immer noch nicht ganz... Ne? Sicher, wisst ihr ja. Weil gemacht werden muss alles. Okay, gut, dann soll es das auch gewesen sein. Aber ich muss sagen, es läuft jetzt schon um einiges besser.
mit dem Ganzen. Heizungsstufe 4 wird auch, naja gut, dauert noch ein wenig, ne? Das Biodom haben wir, den Bohrer haben wir jetzt halt freigeschaltet. Das nächste ist dann der Kernfusionsgenerator. Naja gut, das dauert noch Ewigkeiten, bis wir die Wärme da oben haben. Blumenverteiler. Und jetzt haben wir den Algengenerator. Was kostet denn der eigentlich? Da könnten wir vielleicht den 1er abbauen und den 2er dafür aufbauen. Müssten wir halt einen Dünger machen, aber das wäre ja kein Thema. Biokunststoff haben wir ja noch 2 Stück oder 3. 3 Stück sogar noch. Dann könnten wir den einen abbauen. Dann kriegen wir noch einen 2. Biokunststoff. Und können dafür dann 2 solche machen. Da würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal da vorne mal in das Labyrinth wieder gehen. Und hier ein bisschen schauen, dass wir die Superlegierungen einsammeln. Das wäre, glaube ich, ganz sinnig. Ja, dann nehmen wir uns Eisen mit, dass ich da eine Treppe nach oben bauen kann. Weil wenn es mich da irgendwie runterhaut, dass ich da nicht jedes Mal außen rum muss. Und dann sammeln wir mal Superlegierungen ein. Ich kann natürlich jetzt auch einige herstellen, aber Alu ist ja immer so ein bisschen die Mangelware. Dann sammeln wir da mal die Superlegierung auf, was da oben noch alles auf der Kante liegt in dem Labyrinth. Genau, das machen wir. Alles klar, dann soll es es gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.